Ja, hallo Leute, heute habe ich ein Unboxing und ein Review zu der Neoprenschutzhülle fürs iPad. Die gibt es für 19,99 beim Restore. Viel Spaß bei dem Video. Ja, fangen wir mit dem Unboxing an. Viel auszupacken gibt es nicht. Es ist einfach nur so ein Pappstreifen. Dann sehen wir auch schon hier die Neoprenhülle. Wir haben hier zwei Reißverschlussteile zum Aufmachen. Und dann sehen wir auch schon die Innenseite. Die ist wirklich schön dick, schützt das iPad auch. Dann haben wir hier vorne noch einen Reißverschluss. Da können wir dann Sachen reintun wie das Camera Connection Kit, den VGA-Adapter, Kopfhörer oder ein USB-Kabel. Das passt alles wirklich rein. Sieht doch nicht so dick aus. Wenn wir jetzt mal das iPad reintun, sehen wir auch schon. Ich habe keine Angst, es einfach so runterfallen zu lassen, weil es wirklich geschützt ist. Es bietet wirklich einen super Schutz für das iPad. Und ich kann das Case nur weiterempfehlen. Es ist von Belkin, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ich benutze es, seit ich das iPad habe, regelmäßig und nicht immer. Hauptsächlich benutze ich das Original Apple Case. Dazu kommt auch noch ein Unboxing und Review. Zu dem Case für den neuen iPod Touch kommt auch noch ein Unboxing und Review. Und dann würde ich sagen, warst du schon mit dem Video.